Meine Lieben, herzlich willkommen, ein neues Orakel hier bei mir auf dem Kanal. Und zwar haben wir ja anstehend die Doppelzeremonie für Dualseelen, für Seelenpartner, für Verliebte. Ups, man sieht das Mikro hier. Und deshalb gibt es auch am Freitagabend ein Liebesspezial nochmal hier bei mir auf dem Kanal live mit einer Liebesgeschichte, also live Liebes Legung und da könnt ihr euch auch nochmal live anmelden. Auch nochmal einer ganz tollen Wahrsagung heute Abend, die wir machen über schwarzen Spiegel und so weiter. Also richtig gut. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es da in der Liebe weitergeht. Ja, so, der König der Münzen erscheint hier als allererste Karte. Und der König der Münzen ist natürlich jemand, der sehr bodenständig ist. Ja, der sehr realistisch ist. Das ist wirklich auch hier ein Mann. Die Ritter, wisst ihr immer, zum Beispiel stehen ja immer eher tendenziell für Stimmungen. Und hier ist es jetzt so, hier geht es ganz klar um den bodenständigen Mann, um den Genießer. Jemand, der dir Sicherheit gibt, der Sicherheit verkörpert, der sehr zuverlässig ist, der sehr konsequent ist, der Halt bringt und ja, warmherzig, treu, ja, jemand, der einem den Rücken stärkt. Und ich glaube, das brauchst du jetzt auch, ne? Du brauchst das auch und du brauchst auch diesen Wechsel in deinem Energiefeld, dass diese zwei Seelen hier auch zusammenkommen. Es ist erstaunlich, dass immer wieder jetzt, den ganzen Oktober über schon, immer wieder die Karte zwei Scheiben hier mit reinkommt, ja, die einfach Wechsel zeigen, die Leichtigkeit zeigen, die einen, ja, leichteren Umgang hier anzeigen. Und das finde ich ist auch, ja, ich finde es schon so ein bisschen bezeichnend, muss ich sagen, ne? Dass da immer wieder diese Karte auch so stark in den dabei ist, immer wieder, ne? Und ich mische auch die Karten vorher und ziehe ja raus. So, und dann kommst du, du entwickelst jetzt nochmal eine ganz tolle, ups, feinfühlige Emotionalität hier, ja. Du wirst richtig nochmal in die Emotion rein geboren und das finde ich auch richtig wichtig, dass du jetzt deinem Gefühl nachgeben kannst, ja. Und dass deine Gefühle erwidert werden, ja. Das ist ja auch immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir hier von der Erwiderung auch sprechen und dass das Ganze auch wirklich hier ganz stabil kommt und sich zeigt. Also ich muss wirklich hier sagen, ich sehe es richtig, 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 richtig positiv, ja. Ne? Also das wird einfach jetzt sehr, sehr, sehr gut werden. Ah, schön, dass da jetzt die Gefühle endlich rauskommen und alles. Und man geht, man plant einen Neubeginn, ja. Man plant einen Neubeginn, ja, der ebenfalls super, super wichtig ist, ja. Und dieser Neubeginn wird eben nochmal, finde ich, auch auf der Gesamtebene einfach sehr wichtig sein, dass man zu neuen Ufern hier rangeht. Die Karte war auch den Monat schon mit dabei gewesen. Also hat hier durchaus auch, naja, will jetzt nicht sagen, doch, die hat auch ihre Wichtigkeit. Die beiden Karten, also die war, glaube ich, jetzt zum dritten Mal dabei und die jetzt zum zweiten Mal. Also dass wir wirklich uns auch neuen Aufgaben, neuen Herausforderungen stellen, ja. Und das finde ich ist auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Dass wir das wirklich, wirklich hier auch sehen, dass es hier, ja, dass es einfach in eine positive Geschichte mündet, ja. Dass wir einfach sehen, es geht jetzt in eine richtig gute, schöne, klare und stabile Geschichte für euch rein. Und neue Wege tun sich hier einfach auf, ja. Und er entwickelt dann auch die Gefühle, was ich ja auch super wichtig finde, dass er eben auch in dieses Gefühlsleben reingeht, ja. Und ja, und das
ist ungemein wichtig, dass er genau diese Zartheit, diese Emotionalität an den Tag legt, die du ihm jetzt auch gibst und für die du offen bist, ja? Und dann habt ihr Grund zu feiern. Dann kommt ihr hier in ein Willkommen herein. Vier Stäben ist Willkommen heißen, Neubeginn, feiern zusammen, erleben, sich erleben zusammen. Also richtig eine ganz, ganz, ganz feine, schöne, gute und positive Geschichte. Und das wird richtig, richtig, richtig gut werden. Also ein schönes, schönes Ergebnis hier mit dem Mond dabei, die Seele, die Seelenvereinigung, die dabei ist. Also das wird jetzt einfach richtig gut werden, ne? Das sehe ich richtig positiv, ne? Und glaube einfach, dass das wirklich, wirklich auch in eine schöne Geschichte reinmündet, ja. Also, dass sich die Seelen gut verbinden können, dass ihr eine Basis habt, dass ihr ein Zuhause plant, dass ihr ja in eine Gemütlichkeit reinkommt. Also richtig, 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 richtig schön, meine Lieben. Und das ist mir die Botschaft, die ich euch jetzt mitgeben will. Seid morgen Abend 19:30 Uhr gerne im Live dabei. Freitagabend 19:30 Uhr, Sonntag 19 Uhr. Freitag aber das Liebesspezial. Wer das jetzt sieht von euch, ja, der kann bei dieser Dualseelen 2 Tage, es sind 2 Portaltage nacheinander, also eine Doppelzeremonie für 49 Euro pro Person dabei sein, statt für 78. Also da ist richtig was gespart. Und da lade ich euch gerne zu ein. Bis dahin, ciao.